Groß Ursita. Die Investoren haben das jetzt bereits zugesagt. Es ist jetzt aber eine Frage der Genehmigung. Und dort sind unsere Landespolitiker vor allen Dingen gefragt, sich dafür stark zu machen, dass die Genehmigung erteilt wird, dass die Fischtreppen dort, die in Form von Betonterrassen vorgesehen sind, als natürlich belassene Kanustrecke hergestellt werden könnten. Und dann hätte Zeitz in unmittelbarer Nachbarschaft in Groß Ursita wieder eine Kanustrecke. Und ich denke, dann helfen wir auch dem Kanuverein, der ja eine rührige Arbeit leistet, wo Olympiasieger, Weltmeister, DDR-Meister, deutsche Meister hervorgegangen sind. Ich denke, dann helfen wir auch dem Verein dann zu großen Teilen. Hinzu kommt, und das werden auch die meisten wissen, und das ist in den letzten Jahren sicherlich mehr in den Fokus gerückt, dass wir in Troisdorf große Oktoberfeste feiern mit einer Resonanz, die wirklich schon an unsere Grenzen stößt. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wer das ganze Jahr arbeitet, der muss auch mal feiern. Und das sind natürlich freiwillige Aufgaben der Gemeinde. Und es ist auch so, und da lege ich großen Wert darauf, dass nicht ein Cent oder ein Heller vom Gemeindegeld für solche Veranstaltungen verwendet wird. Das ist jetzt ausschließlich aus Spenden finanziert und aus den Erlösen dann durch den Verkauf von Bier dort Unterstützung von Brauereien und von Catering-Firmen, die dort zum Zuge kommen. Und das finde ich auch in Ordnung so. Wir hatten in den vergangenen Jahren schon verschiedene Highlights. Beim ersten Oktoberfest waren es wohl noch 1500 Besucher. Da war Gojko Mitic da, auch mit Unterstützung des ortsansässigen Reitvereins Zeitz-Bergesdorf. Beim zweiten Oktoberfest war dann Achim Menzel da. Beim dritten Hauf Henkler und in diesem Jahr Klaus und Klaus von der Nordseeküste, Sie sind alle herzlich eingeladen. Wir werden aufgrund des enormen Besucherantrags in diesem Jahr ein riesengroßes Zelt aufbauen. Im vergangenen Jahr waren 2500 Besucher im Zelt. In diesem Jahr bauen wir ein Zelt auf mit Unterstützung der Brauerei, das 2500 Sitzplätze und 1500 Stehplätze hat. Und die Vorbestellungen für diese Veranstaltung am 18. Oktober sind schon enorm. Ich bin im Moment bei knapp 900 Vorbestellungen. Ich denke aber, alle, die kommen auch rein. Der Eintritt an der untersten Grenze zwischen 4 und 5 Euro. Alle herzlich eingeladen. Mit dabei die Wetterzauber Schalmeinkapelle und der Karnevalsverein Bergesdorf. Diese Mischung hat sich in den letzten Jahren bewährt. Und ich denke, in diesem Jahr setzen wir noch eins drauf mit Klaus und Klaus. Und das gibt Stimmung. Und ich sagte es, wer das ganze Jahr arbeitet, der soll auch mal feiern. Und aus diesem Grunde denke ich mir, wir behalten das mit den Oktoberfesten bei und werden uns in den nächsten Jahren sicherlich auf diesem Niveau weiter bewegen. Dass es noch zu Steigerung geht, das will ich mal jetzt nicht sagen. Aber auszuschließen ist natürlich nichts. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bitte Sie ganz einfach am 25. Mai um Ihre Stimme. Zeitzer Liste, Bürgerbündnis Treusiger Zeitzer Forst, Listenplatz 20 für den Kreistag und für die, die aus der Verbandsgemeinde Treusiger Zeitzer Forst sind. Dort kandidiere ich auch noch für den Verbandsgemeinderat, für das Bürgerbündnis Treusiger Zeitzer Forst. Ich würde mich sehr freuen, in den nächsten Jahren wieder für Sie im Kreistag als auch in dem Verbandsgemeinderat tätig sein zu können. Dankeschön. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.